Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ladies and Germany, herzlich willkommen. Ich bin im Auto und jetzt auf dem Weg zur Essi. Die wird mir nämlich meine Haare schneiden. Ich bin auch unsicher, was wir machen, weil eigentlich wollte ich nur die Spitzen schneiden und sie dann mal wieder lang wachsen lassen. Aber ich bin schon süchtig, sie kurz zu tragen und ich liebe das Kurze. Deswegen bin ich mal gespannt, worauf es hinausläuft. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute mit dem Video. Und ja, wir machen uns jetzt auf die Socken zur Essi. Essi, ich bin gleich bei dir. BG. Fasten your seatbelts. Die wilde Reise geht jetzt los. Bitte, Shirin, sperr mein Video nicht, wenn ich deine Musik höre. Schild, Vetter BMW vor mir. Okay, da ist die Polizei vor mir. Darf man sich filmen, während man Auto fährt? I don't know. Habe ich Angst vor der Polizei? Ich glaube nicht. Musik wieder an. Ich meine Richtung Paradies. Bist du Jasmin, dann ist Mika jetzt dein Aladdin. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Wir tanzen auf den Song, auf den Song, auf den Song. Durchklingeln, weil ich habe natürlich vorne die Jalousien runter, nur dass du Bescheid weißt. Weiß ich Bescheid, Essi! Guck mal, ich halte sogar an, um eine Sprachnachricht anzuhören. Bin ich nicht vorbildlich? I know. Beautiful. Eingepackt. So. Dann wollen wir mal uns die Haare schneiden lassen. Und mit mir. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, sind so 12 Flecken. Irgendwie sieht das komisch aus. Naja. Ich sehe den Laden schon. Und werde mein Handy schon mal zücken. Ich muss euch das jetzt zeigen, aber ihr seht natürlich jetzt nicht so viel, weil die Jalousien sind runter. Aber zur Orientierung, die Kölner wissen es, da ist Freddy Schilling und wenn ihr da lang geht, seid ihr direkt auf der Zülpicher. Dann ruf ich mal an. So. Okay, sie ist wieder am Telefon, wie immer. Ja, ich würde das gerne mal einmal bestellen. Genau, bestell du mal. Bestell du mal. Ich lasse mal eben meine Freundin rein. Kleine Sekunde, weil die macht so ein Opfer. YouTube-Video. Ah ja. Nun ja, sie ist YouTuberin deswegen und ich schneide. Ah, ich bin also YouTuberin. Ich zeige euch mal so lange den Laden, wenn die jetzt noch telefoniert. Also, ich mach. Essi, ich mach wieder runter, ne? Also erstmal, hallo Ebens, in Essis Jacke. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Also man kommt hier rein und das ist erstmal so der Hauptraum. Hier ein wunderschöner Sessel und hier war Weihnachten voll schön, Tannenbaum und so. Und ja, hier sind so zwei Bedienplätze. Und dann geht es hier weiter. Ich meine, wie cool ist das bitte? Hier könnt ihr Termine machen. Und genau, dann gibt es noch die Lina, die macht so richtig schöne Täschchen, die könnt ihr ja auch kaufen, ich habe auch schon eine und Wartebereich und hier ist eigentlich der Hauptsalon, oh das ist neu, das kenne ich noch nicht, das ist ja süß. Und Leute, jetzt zieht euch mal kurz das hier rein, ist das nicht geil, also das ist einfach... Hier erstmal, wenn ich hier so stehe, dann sehe ich da oben einfach New York. Und da oben sehe ich auch einfach New York. Und das ist deren. Hoppala. Eine kleine Terrasse, die dann im Sommer schön bepflanzen. Und das
cool. Also macht euch auf jeden Fall mal einen Termin. She is the Beste. Und Martina, die hier auch arbeitet, die ist auch super, mega nice. Die ist aber immer busy. Ich hoffe, wir schneiden gleich noch meine Haare, weil immer ist irgendwas zu tun. Wer kennt's von selbstständigen Freunden? Ich warte jetzt einfach mal, bis die Alte Zeit für mich hat. Und dann hole ich euch wieder ran auf den Milli. Also, die Essie schneidet mir jetzt die Haare ab. Und zwar, sie sind echt lang geworden wieder, ne? Mhm, mega lang. Wann haben wir das letzte Mal? Ich glaube... Oktober, ne? Mhm. Kann, glaube ich, noch mal ein Foto einblenden, wie sie aussahen, als ich sie das letzte Mal geschnitten hatte. Ja, also da hatten wir schon so. Ja, das also, heißt, das ist schon nachgewachsen jetzt in drei Monaten. Ich meine, es ist nicht viel, aber es ist etwas. Die Haare kommen zurück. Farbe ist voraus, ne? Aber egal, oder? Ich werde nämlich jetzt wegziehen. Das wisst ihr noch gar nicht. Aber das wird mein letzter Haarschnitt bei der Essie sein für lange Zeit. Ich finde das auch ganz schlimm, Essie-Line. Okay, reicht jetzt mit. Bitte weinen jetzt nicht, okay? Gut, kommen wir zurück zum Thema. Ja, ich hatte überlegt, ob ich die erstmal nur die Spitzen schneide, um die dann lang wachsen zu lassen. Ne? Mhm. Willst du lang wachsen lassen? Irgendwie ja. Mhm. Aber irgendwie liebe ich auch das Kurze. Mhm, ich finde es auch geil. Ja, gut. Ja, was sagst du? Nur Spitzen, also wirklich nur einen Zentimeter? Weißt du, ich habe immer noch ein Spitzproblem bei den oberen, weißt du, diesen Oberflächenscheiß. Also das fände ich voll geil, wenn wir später nochmal einen kleinen Spliss-Schnitt drüber machen könnten. Ja. So. Oh, ich hatte noch ein paar Inspos, die wollte ich dir zeigen. Also so finde ich richtig schön. Ist aber schon fast unsere Richtung, ne? Ich zeige euch mal. So gefällt mir richtig gut. Aber das sind halt wieder so Models, ne? Und ich denke halt immer, ich sehe auch so aus. Ja, und das Ding ist halt, ne, die hat eine andere Haarfarbe, dann wirkt es nochmal anders, dann hat sie ein bisschen volleres Haar, ne? Also du siehst hier ihre Kompakte da unten, ne? Man sieht bei mir aber auch eine Kompakte. Ja, bei dir sieht man mittlerweile auch eine Kompakte, aber sie hat noch ein bisschen kompakter, ja. Ja gut, ich würde sagen, du machst einfach. Ich lasse dir mal wie immer freien Lauf oder wie oder was. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Waschen. Soll ich meine Ohrringe ausziehen? Das wäre vom Vorteil. Und? Ich sehe aus wie ein Mann. Wie? Liegst du gut oder soll höher, niedriger? Gut. Freue mich. Die Essie arbeitet ja mit Aveda zusammen. Und ja, die sind super nachhaltig natürlich. Und die riechen auch wie so Naturprodukte. Obwohl es geht nicht. Also jetzt zum Beispiel das Shampoo gleich, wirst du riechen. Also es riecht schon geil. Es riecht jetzt nicht nach Ziegengras oder so. Wer kennt's nicht, Ziegengras. Okay. Danke für die Massage. Bitte. Entschuldigung. Ich war schon so lange nicht mehr beim Friseur, das ist einfach so crazy. Ja, Mann. Soll ich dir das mal draufspringen? Ja, die Essie hat mir hier so ein Produkt eben gezeigt. Ich habe mir das mal eben durchgelesen. Das kostet einfach 90 Euro, diese kleine Flasche. Aber das soll halt übelst krass sein. Hier steht Scalp Revitalizer. Also ich denke mal, der revitalisiert die Kopfhaut und dass die Haare dann einfach wieder mehr sprießen. Ja, aber Essie, jetzt guck mal ganz kurz, ne? Mhm. Meine Haare wachsen, ne? Siehst du das? Ja. Und diese kurzen werden immer länger. Ja. Also hoffentlich, weil... Das ist wirklich, weil wir es nicht mehr blondieren und jetzt den ganzen Quatsch. Weißt du, die haben gar keine Chance mehr abzubrechen. Erstmal sprüht ihr das ein bisschen drauf. Was ist das? Das ist wieder der Feuchtigkeitsbooster. Einen kleinen Moment. Zeigen wir den dann noch? Mhm. Das sind meine Lieblingsprodukte. Das gibt es halt für dickes Haar und für feineres Haar. Weil meistens ist ja die Feuchtigkeit, wenn du so ein Allrounder-Feuchtigkeit, dann beschwert das feineres Haar. Aber riecht gut. Ja, mega, ne? Mhm. Davon haben wir auch mehr. Ich kann mich damit reinkriegen. Boah, das riecht echt gut. Zeig mal. Gib mal eins. Oh. Okay, das ist aber viel mehr als besprochen. Guck mal, wie viel. War geil. Die sind komplett gesund. Also, du wirst jetzt gleich merken. Also es wird auf jeden Fall jetzt gut. Du hast gesagt, ich darf freie Hand. Ja. Du wirst jetzt gleich merken, wie heftig deine Haare aussehen werden. Das wird heftig. Echt? Ja, weil die so dick geworden sind, weißt du? Boah, ey, das klingt für mich wie... Wie nennt man das? Wenn irgendwas in den Ohren klingt, wie schön. Und guck mal, wir sehen, du wirst jetzt wahrscheinlich... 7 Monate nicht zum Friseur gehen. Wieso? Da, wo ich bin, gibt's auch Friseur. Du gehst nicht dahin.
Also zur Not, wenn es jetzt wirklich richtig spitzig wird, dann werde ich auf jeden Fall schneiden. Ja, klar, aber du wirst merken, wie geil deine Haare jetzt die nächsten Wochen, Monate dann sind. Ja, aber da, wo ich hingehe, ich mache ja noch ein Geheimnis daraus, ne? Mhm. Was übrigens auch so geil ist, weil Jessys Kunden wissen alle, wo ich hingehe, natürlich. Die fragen mich immer, und ist sie schon da? aber da, wo ich hingehe, da ist das Wasser sehr schlecht. Also für Duschen und so, weißt du? Ja. Und deswegen werden meine Haare auch leiden. Und es ist sehr viel Sommer. Aber egal. Also die Essie schneidet jetzt weiter und gleich, wenn wir geschnitten haben, fertig. Ne, da passiert ja jetzt nicht mehr so viel, Mäuse. Dann zeige ich euch das nochmal. Also bevor wir es stylen, damit ihr mal seht, was so abgekommen ist. Und danach, wenn wir nachher fertig sind, gehen wir zu Freddy Schilling Burger essen. Ich sag's euch, der heftigste Veggie-Burger ever. Ich freue mich. Ey, nur damit ihr jetzt einmal kurz seht, Essie, nimm du mal die Cam. Warte. Und dann show the people what's going on here. Alles gut, Brudi. Wo ist da? Ja, du kannst es einklappen und dann, damit du es selber siehst. Krass. Also das kommt jetzt noch weg, Leute, ne? Nicht, dass das bleibt. Geil. Zeig mal, diese Geräte an. Das ist schon krass, also ich sag's euch, wie es ist, sonst waren da immer nur 3 Fusseln, weil sie gefühlt nur eine Spitze hatte. Und jetzt hat sie einfach so 18 Millionen. Das ist schon Chockgesell. Stand der Dinge, das ist jetzt die neue Länge und das ist die alte. Und es ist wirklich ein krasser Unterschied, ich sehe es jetzt schon, oh mein Gott. Okay, weiter geht's. So, Haare sind ab. Was machen wir denn jetzt? Föhn jetzt, dann glätte ich und dann arbeite ich aus. Hitzeschutz habe ich vorhin reingemacht. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, and stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need bad energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like G.O.T. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Süß. Butterfly Candy hat folgenden Kommentar abgegeben. Du bist der Hammer, direkt abonnierend. Du bist auch der Hammer, Butterfly Candy. Und jetzt bitte Kopf runter und so lassen, ja? Mhm. Warte kurz. Boah, Entschuldigung, ey, das sieht so gejuckt. Boah, das sieht so geil aus, ne? Einfach aus, als hätte ich volle Haare. Du hast volle Haare. Ich finde auch gerade die Farbe irgendwie schon gesehen. Ne? Ja, ich auch. Okay. Concentration? Concentration. Mit Pipi. Echt jetzt? Mhm. Kalt es noch aus? Mhm, na gut. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man diesen Haarschnitt hat. Boah, das siehst du so oft bei Menschen, die diesen Haarschnitt haben. Wenn dann hier unten drunter Haare hergucken. Kennst du das? Ja, klar. Weil die länger sind. Ja. Weil die es da verkackt haben, weil die den Kopf nicht runter gemacht haben oder. Boah, richtig, richtig schlimm. Darum, das muss immer so, weißt du, so on point sein. Mhm, finde ich auch. Das nächste Mal kannst du bitte deine Schere vorher aufwärmen. Die ist ganz schön kalt in meinem Nacken. Komm zurück. Zurück! Nochmal zurück. Kopf gerade. Boah. Und jetzt mal, warte. Was ist das? Tic-Tac-Toe, Alter. Mal rauchen, in andere Welt tauchen. Es war ja noch okay, was ich gut verstehe. Doch dann fing es an mit den Sachen, die waren weniger zum Lachen. Doch du musstest sie ja machen. Ich stand nur daneben, konnte nicht mehr mit dir reden. Alles, was du sagtest, war, das ist mein Leben. Mein Leben, das gehört mir ganz allein. Und da mischt sich keiner ein. Lass mich sein, lass es sein, ich streng mich an. Und? Mega.
Ja, dein Scheiße machst du gleich wahrscheinlich so wie du willst. Ist ja jetzt nur mein Styling, ja. I love your styling. Sind die Haare im Pulli? Nein. Okay. Muchas gracias. Also, obwohl die Essie mir so viele Produkte reingeklatscht hat, fühlen sich die Haare nicht schwer an. Nee, es wird sich nicht. Das Öl, aber das verpufft nach einer Zeit. Okay, süßen Mäuse, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Was sagt ihr? Essie, deine Meinung? Hammer. Boah, ich find's, ich liebe diese Länge bei dir. Und seht ihr, guck mal, wie voll. Ihr kennt jetzt Paulis Haare schon ein paar Jahre, beziehungsweise 2 Jahre. Und guck mal, Alter vor allem, Entschuldigung, meine Aussprache. Aber bitte guckt mal, wie voll das einfach geworden ist. Und hier sind keine Extension, nichts drin. Und sie hat echt eine richtig geile, volle, kompakte Linie. Das ist ein richtig voller Topf. Ja, also auch wenn er jetzt voll. Ist. Voll. Und das ist der Schlüssel. Nicht so viel Blondierung, immer regelmäßig schneiden und dann kriegt ihr auch so eine schöne Prachtmähne. Guck mal Leute, das ist alles zusammengekommen und das ist einfach so viel. Es ist wirklich so viel und wir haben nur das abgeschnitten, was ihr gesehen habt. Das war nicht besonders viel. Love it! Ihr Süßen, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren und schreibt mal in die Kommentare, ob wir der Essie die Haare auch so kurz schneiden sollen, weil sie hat natürlich jetzt auch Bock, wie immer. Aber denkt dran, sie weint, wenn man ihr die Haare abschneidet. Ja. Und sie hat jetzt sehr lange. Ja. Ja. Sieht man gerade nicht so auf dem Schwarz, aber sie sind schon bis da. Ja. Bis zum Bubi. Bis zum Bubi. Mhm. Ja, vielen Dank nochmal. Gerne. Wenn ihr bei der Essie einen Termin haben wollt oder bei ihrer Kollegin der Martina, die macht es nämlich auch super gut, dann ja. Schreibe ich euch unten nochmal den Laden rein, Nordwest Konzept in Cologne. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein, peace! Tschüss.